Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Heute gibt es für euch ein neues Portaltag-Orakel. Und ihr seht, ihr könnt euch hier zwischen zwei Stapeln entscheiden. Und ja, ich habe gearbeitet mit den Magie der Erde-Karten, mit den Selbstheilungskarten von Jacques Pessano und mit dem Engel-Tarot von Lorraine Virtue. Und ich mische jetzt hier noch die Engel der Liebe-Karten. Dann habt ihr noch ein Momentchen Zeit, euch hier zu entscheiden für einen Stapel. Ihr könnt hier Personen belegen oder auch Themen. Ihr könnt auch beide Botschaften für euch auswählen für den heutigen Tag. Und ja, als kleines Special, ihr seht es hier schon im Hintergrund, habe ich uns ein paar Charms zusammengestellt aus Dingen, die ich selbst noch hier rumliegen hatte, und dann habe ich noch ein paar Würfel hinzugefügt und Steine mit Sternzeichen drauf. Das habe ich bei einigen englischen Kollegen gesehen und fand das so toll, dass ich das auf jeden Fall nachmachen wollte. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das gleich in die Legung einfügt. Also ich nehme jetzt gleich als erstes die Karten, ziehe dann ein paar Charms für euch. Und dann werde ich das im Zusammenhang ganz intuitiv deuten. Ich bin schon sehr gespannt, was da für Botschaften herauskommen. Und ja, ihr könnt ja auch sehen, dass einige Karten schon aufgedeckt sind. Das sind die Rückseiten der Stapel, die ich gezogen habe. Und da habe ich einmal aus der Magie der Erde die Liebe gezogen. Das Mitgefühl kam mir einmal. Das heißt, es wird wahrscheinlich eben auch ein Liebesthema mit reinspielen. Darum nehme ich ja auch die Engel der Liebe-Karten dazu. Dann habe ich hier einmal die Herrscherin auf der Rückseite des Tarots. Reichhaltige Fülle, hauche deinen Träumen Leben ein, gib dir selbst und anderen die Gelegenheit zu wachsen, ist hier die Botschaft, die Nummer 3. Und dann habe ich hier einmal aus den Selbstheilungskarten die Nummer 20, Gott ist mit dir. Ja, einige von euch wissen das immer ganz gerne, was hier auf den Rückseiten der Karten herausgekommen ist. Ich finde das auch immer interessant und schaue mir das gerne an. Und ja, das ist das letzte Kartendeck, das Erzengel Gabriel Orakel Set. Und wenn ich da zwei Karten gezogen habe, geht es auch schon los. Wenn euch das zu lange dauert, dann spult bitte vor zu den persönlichen Botschaften. Ich beginne mit der linken Seite, und ja, für alle, die noch dabei bleiben möchten, zack, na, das ging jetzt aber schnell, ja, da freue ich mich, dann beginne ich mal mit der linken Seite, mit dem blauen Stein hier, falls du dich für diese Seite entschieden hast. Kommt für dich hier aus dem Tarot als allererstes die 6 der Erde. Geld, Zeit oder Leichtigkeit als Geschenk erhalten, neue Karrieremöglichkeiten, einen Kredit bekommen oder Schulden zurückzahlen. Sehr schöne Karte, die 6 der Münzen im Rider-Waite-Tarot. Dann kommt für dich hier aus den Selbstheilungskarten die Nummer 40. Unsere Lebensaufgabe erfüllen, also deine Lebensaufgabe erfüllen. Sehr interessant, auch mit den Münzen. Hier scheint es vielleicht um ein berufliches Thema zu gehen auf dieser Seite. Also eventuell nimmst du da gerade Veränderungen vor, da konzentrierst dich mehr auf das, auf deine Lebensaufgabe, auf deine Berufung. Ja, eventuell ziehst du auch um und hast einen Kredit beantragt für eine Wohnung, für ein Haus oder auch für deine Selbstständigkeit. Wir machen mal weiter mit der Magie der Erde. Da kommt für dich der Wolf-Instinkt. Ja, folge deinem Instinkt. Und ja, machen wir mit dem Liebestarot gleich weiter. Ja, wir machen gleich weiter. Für die zwischenmenschliche Beziehung haben wir ja auch zwei Karten, wie ihr gerade gesehen habt. Die sind rausgefallen. Ich nehme die dann auch immer. Das soll dann so sein. Und da kommt als erstes für dich, dies könnte der oder die Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Und als zweite Karte,
Wahre Liebe, dies ist die Liebe deines Lebens. Wow. Ja, also hier, ne, ein Liebesthema, ich habe es mir schon gedacht. Und dazu habe ich noch, wie gesagt, den Erzengel Gabriel gefragt. Und da kommt für dich Geburt, neues Leben, ein Baby, eine Idee, beglückende Nachrichten oder ein aufregendes Projekt erblühen in deinem Inneren und um dich herum. Ich habe diese Karte hier für diesen Bereich, für den zwischenmenschlichen Bereich bezogen. Das heißt, hier könnte es natürlich auch um eine neue Beziehung gehen mit der wahren Liebe und dies könnte der oder die Richtige sein. Sehr, sehr schön. Also für dich schon mal ein sehr aufregender Tag, wie mir scheint. Und jetzt nehme ich noch ein paar Charms dazu. Und wenn ihr die Lautstärke gerade sehr hoch habt, dann dreht sie jetzt vielleicht ein bisschen runter, weil das wird ein bisschen lauter, wenn ich hier durchmische. Hört ihr das? Ja, das ist ein bisschen lauter. Also vielleicht dreht ihr die Lautstärke kurz ein bisschen runter. Und ich ziehe jetzt hier noch für euch ein... Ich bin sehr gespannt. Was haben wir hier für dich? Da sehe ich, fällt mir als erstes das F hier oben ins Auge. Das sind so kleine Buchstabenwürfel. Dann haben wir hier die Zahl 3 und nochmal die 3. Also für dich ist hier die Herrscherin-Botschaft auf jeden Fall sehr wichtig. Taucht hier nochmal auf sozusagen. Dann haben wir hier das N, ein X, ein Q. Sehr spannend. Ja, diese Buchstaben können Anfangsbuchstaben sein von Personen, von Orten, von Wörtern, die wichtig für dich sind. Vielleicht tauchen die auch in nächster Zeit oder in letzter Zeit häufiger mal auf. Dann habe ich hier noch diesen kleinen Anhänger. Das ist für mich die Farbe für das Stirnchakra. Also könnte für dich hier auch auf jeden Fall eine Erweiterung deiner Spiritualität drin sein in nächster Zeit oder besonders heute. Ja, dann haben wir hier noch die Feder und das Geschenk, die Geschenkschleife. Ja, also eventuell bekommst du hier auch höhere Erkenntnisse quasi aus der geistigen Welt als Geschenk gesandt. Und hier haben wir noch ein Sternzeichen und da kommt für dich die Zwillinge. So. Ja, Muscheln habe ich hier auch einige und das Herz. Schaut es euch an, da kommt sogar das Herz für euch. Ja, die Muscheln sind für mich auch immer ein Symbol für die Venus, für die Liebe, aber auch manchmal dafür, dass etwas verborgen ist. Und ja, die 5 haben wir hier auch. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe. Das Halschakra ist hier auch noch, das steht für Kommunikation, Ausdruck, Offenheit, Inspiration etc., auch mit der Feder zusammen und dem Geschenk. Ja, ist eine typische Botschaft auch für Portaltage. Ja, schau mal, ob du da heute eventuell besondere Inspirationen empfängst. Und hier habe ich noch einen Anhänger, da steht Bon Voyage drauf, gute Reise. Ja, damit kann die Reise zu dir selbst gemeint sein, aber eventuell steht ja auch eine Reise bevor. Und ja, dann ist diese Reise auf jeden Fall unter einem guten Stern. So, wir schauen uns das jetzt hier mal im Zusammenhang an. Okay, also auf jeden Fall dürfte dieser Tag oder die Tage jetzt, die darauf folgen für dich, mehr Leichtigkeit beinhalten. Hier mit dem Geschenkanhänger, hier ist auch nochmal das Geschenk angedeutet, ja, Geld, Zeit oder Leichtigkeit als Geschenk erhalten. Also vielleicht kannst du dich heute von etwas befreien, von einer Bürde, eventuell auch von Zweifeln, was deine Lebensaufgabe angeht, dass du jetzt hier deinem Instinkt mehr folgen kannst und dich hier auf die Reise machst zu deiner Bestimmung, ja, und das auch wirklich als Geschenk annimmst oder ansiehst oder es sich auch so anfühlt und nicht als Bürde. Und ja, für diejenigen von euch, die gerade mit Geld hantieren und sich fragen, ob sie einen Kredit bekommen oder bestimmte Schulden oder ihren Dispo wieder ausgleichen können, dann ist hier die Botschaft, ja, du wirst diese Möglichkeiten bekommen. Und auch die Karriere, die du hier vielleicht anstrebst, neu, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Also du wirst hier neue Karrieremöglichkeiten bekommen, entweder von der Außenwelt, von der geistigen Welt eventuell auch eben hier, ne, mit der Feder und
Ja, achte mal auf deine Intuition, auf deine Eingebung mit dem Geschenk. Da kann auf jeden Fall jetzt für dich etwas kommen, eine Idee, ein Geistesblitz, eventuell sagt oder ist auch ein Mensch der Übermittler dieser Botschaft. Ja, das Sternzeichen Zwillinge. Du könntest Zwillinge sein. Es könnte sein, dass hier ein Mensch für dich jetzt wichtig wird, der dieses Sternzeichen hat oder sich so benimmt oder ne, dieses Sternzeichen in seiner Chart hat. Und ja, mit dem Muschel und dem Herz könnte es hier auch um eine vielleicht noch unbekannte heimliche Liebe gehen. Also unbekannt im Sinne von, vielleicht kennst du diesen Menschen noch gar nicht, der hier sehr wichtig für dich sein wird oder ja, sein wird. Oder aber es ist jemand, den du schon kennst und dann wird es die Person sein, an die du gedacht hast, als hier dieses der oder die, dies könnte der oder die Richtige sein, aufgetaucht ist. Ja, da hattest du wahrscheinlich, wenn es hier um einen Menschen geht, den du schon kennst, auch diesen Menschen vor Augen. Ja, traue da wirklich auch deinem Instinkt mit dem Wolf hier. Mit der Geburt kann es natürlich auch sein, dass du jetzt dass du schwanger bist oder schwanger werden möchtest oder demnächst ein Kind erwartest. Und ja, auch hier wirst du eine sehr innige Beziehung zu diesem Kind aufbauen können mit der wahren Liebe, ja. Also dieses Kind wird heiß und innig geliebt werden. Das sollte natürlich immer so sein, aber leider ist das nicht immer so. Aber hier in diesem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Wunschkind sein könnte, dass du auf die Welt bringst oder vielleicht auch in deiner Familie jetzt ein Kind auf die Welt kommt, das insgesamt sehr geliebt sein wird. Ja, und solltest du versuchen, schwanger zu werden, ist jetzt, glaube ich, auch eine gute Zeit, denn hier der Instinkt und auch dies könnte der richtige sein, würde ich in Bezug auf die Geburt auch so deuten, dies könnte der richtige Zeitpunkt sein, ja. Das gilt auch für die wahre Liebe. Solltest du jetzt im Moment noch niemanden im Kopf haben oder niemanden in deinem Herzen, dann ist jetzt heute oder die kommenden Tage auf jeden Fall eine gute Zeit, um jemanden kennenzulernen, der für dich wirklich eine große Liebe sein könnte. Sehr, sehr schön. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hier eine kleine Botschaft mitgeben für diesen Tag, für die kommenden Tage. Ihr wisst, das Universum hält sich nicht an Zeiteingaben und vielleicht tritt das hier erst in einer Woche ein oder vielleicht auch heute oder morgen. Das weiß ich nicht. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ob ich hier richtig gelegen habe, ob sich hier etwas für euch, ja, ob ihr in Resonanz wart, ob sich hier was bewahrheitet. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Jedenfalls eine wirklich schöne Energie für dich und auch für diejenigen, die hier mit Liebe nicht so viel am Hut haben, ja, also eure Bestimmung, eure Lebensaufgabe, eure Karriere, das, was eurem Leben für euch Sinn gibt, ist im Moment auch sehr, steht unter einem guten Stern. Ja, wollt ihr meditieren oder seid ihr Menschen, die gerne meditieren? Wie gesagt, ist hier das Kronenchakra, Quatsch, das dritte Auge für euch auf jeden Fall im Moment sehr wichtig. Ich habe hier zweimal die Farbe lila und hier einmal blau. Das heißt, das Halschakra könnte auch wichtig sein. Und damit könnt ihr den Prozess jetzt heute auf jeden Fall auch nochmal unterstützen, damit ihr wirklich die Geschenke, die Botschaften aus dem Universum für euch empfangen könnt. Ich zeige euch auch nochmal die Buchstaben hier. X, F, N, A und Q. Eventuell ist da was für euch dabei. Ja, ihr Lieben, wir sehen uns spätestens zum nächsten Portaltag wieder. Und bis dahin, macht das Beste aus euren Energien. Habt einen schönen Tag und ja, wir sehen uns. Ciao. So. Ich gebe die jetzt hier mal vorsichtig zurück, räume dieses Orakel mal zur Seite. Und mache mit der rechten Seite weiter. Hoffentlich haben wir ja auch so schöne Botschaften wie auf der linken Seite. Und ja, für alle, die sich hier für den orangen Stein entschieden haben, kommt hier aus dem Tarot für euch die Nummer 9, der Eremit, Erzengel Raziel. Verbringe Zeit in stiller Meditation, spirituelle Lehren, Selbsterkenntnis. Okay, also für euch heute auf jeden Fall ein Tag, wo ihr euch auf die Reise zu euch selbst machen dürft. Meditation ist heute besonders effektiv. Vielleicht könnt ihr da besonders tief eintauchen. Auch das ist an Portaltagen ja häufig möglich, wenn wir uns darauf einlassen können. Und aus dem Selbstheilungs aus den Karten der Selbstheilung kommt für euch die Nummer 49, die Zentriertheit, wie passend. Hier sieht man also schon jemanden, der meditiert. Also für euch auf jeden Fall heute ein Tag für Spiritualität, für, wenn möglich, Rückzug, für Meditation.
Auch die Möglichkeit, falls du aus deiner Mitte gefallen sein solltest in letzter Zeit, viel Stress hattest, die jetzt wiederzufinden. Ja, aus den aus den Magie der Erde-Karten kamen hier zwei Karten für euch. Ich nehme die immer, das soll dann so sein. Ihr bekommt dann hier eben zwei Botschaften. Und da kommt einmal der Eisberg verborgen. Hier ist also noch etwas verborgen, was du eventuell mit Hilfe von Meditation quasi freischalten kannst. Und dann haben wir aus der zweiten Karte Herbsttag und Nachtgleiche. Die steht uns ja auch kurz bevor. Und da geht es um das Loslassen. Sehr spannend. Also darfst du hier in den nächsten Tagen, also diese Karte bezieht sich für mich jetzt, da sie auch zeitlich sehr schön passt, eventuell auch nicht nur auf diesen Tag oder die folgenden, sondern vielleicht gelingt es dir, bis zur Herbst- und Tag- und Nachtgleiche etwas loszulassen. Ja, da musst du mal schauen. Eventuell kannst du aber auch heute schon in der Meditation eben etwas loslassen, wie Ängste oder ja, negative Gedanken, Gefühle etc. Und wir machen gleich mal weiter mit den Engeln der Liebe für den zwischenmenschlichen Bereich. Ah, sehr schön, da kommt für dich, die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung und zwar zu der Person, an die du gedacht hast, als diese Karte aufgetaucht ist. Und ergänzend dazu, zwar eigentlich nicht für den zwischenmenschlichen Bereich bestimmt, aber ich deute die auch gerne mal etwas anders, etwas freier, kommt hier der Erzengel Gabriel für dich mit Tagebuchschreiben. Regelmäßiges Aufschreiben deiner Gefühle und Aktivitäten weckt kreative Ideen und stärkt dein Selbstvertrauen als Autor. Das kannst du natürlich auf jeden Fall tun, auch für den beruflichen Bereich kannst du diese Karte nutzen. Da sie jetzt hier im zwischenmenschlichen Bereich aufgetaucht ist, würde ich sagen, macht es vielleicht Sinn, falls du momentan keinen Partner hast oder auf Partnersuche bist, dass du dir mal aufschreibst, was du dir denn von deinem idealen Partner wünschst oder wie eine ideale Beziehung für dich aussehen müsste oder könnte. Sehr schön. So, auch für dich nehme ich jetzt hier ein paar Charms dazu. Das sind so kleine Dinge, Anhänger etc., die ich so zusammengesucht habe. Und genau, es wird jetzt ein bisschen lauter, also regel eventuell die Lautstärke ein bisschen runter. Und wir schauen mal, was hier für dich kommt. Ich mische die nochmal ordentlich durch. Haben wir für dich. Ja, als erstes fällt mir hier schon mal das Wurzelchakra ins Auge. Die Farbe Rot haben wir hier. Aber auch Grün, das Herzchakra. Und auch für dich das Stirnchakra. Oh, und hier versteckt sich eine Feder unter einer Muschel. Die steht für mich auf jeden Fall auch für Leichtigkeit. Und wir haben hier das Sternzeichen Jungfrau. Vielleicht bist du in diesem Sternzeichen geboren oder ein Mensch, der für dich wichtig ist. Hier noch eine Muschel. Also auch, wie gesagt, Muscheln für mich auch starkes Symbol für die Sehnsucht, für Liebe oder auch Erotik. Aber auch dafür, dass etwas verborgen ist. Ne? Das passt hier sehr schön zum Eisberg. Also vielleicht findest du hier eine neue Leichtigkeit in dir, wenn du die Meditation jetzt hier heute noch stärker angehst. Hier haben wir den Buchstaben H und den Buchstaben T. Vielleicht sind das Anfangsbuchstaben von dir, von deinem Partner, von Menschen, die dir wichtig sind, von Orten, Tieren, ja, etc. Da höre mal auf deine Intuition. Wir haben die Zahl 4. Und hier noch die Schildkröte. Ja, vielleicht geht dir irgendwas hier auch nicht schnell genug. Ja, vielleicht bist du eher von der schnellen Sorte und bist vielleicht ungeduldig, weil sich gerade jetzt nicht so viel tut, wie du das gerne hättest. Und sehr interessant finde ich auch mit dem Anker und der Klammer hier. Ja, es geht auf jeden Fall auch ums Loslassen, ja, dass du jetzt hier etwas loslassen darfst. Alte Zweifel, Ängste, negative Gefühle. Eventuell auch eine Person oder mehrere Personen, die dir nicht mehr so gut tun. Ja, da musst du mal für dich schauen. Und jetzt gucken wir uns das nochmal zusammen an. Ja, also für dich auf jeden Fall hier. Ich glaube, die Menschen, die sich hier für diesen Stapel entschieden haben, sind schon auf der Reise zu sich selbst mit dem Eremiten. Wenn diese Karte kommt, heißt das für mich auch immer, dass du zum einen jetzt gerade sehr gut Zugang zu dir selbst hast, also gut meditieren kannst, auch einfach gut Zwiesprache mit dir halten kannst.
Zum anderen bist du aber wahrscheinlich auch gerade jemand, der anderen Menschen etwas davon mitgeben kann, also für andere eine Art Mentor sein kann. Solltest du dich da noch gar nicht sehen, kann es auch sein, dass du jetzt einen Mentor findest, der dir hilft, dich hier zu zentrieren, Techniken wie Yoga, Meditation, Tai Chi für dich zu entdecken. Das kann sehr gut sein. Und ja, mit dem Eisberg hier ist für mich auch klar, dass sich da etwas Verborgenes zeigen wird. Ja, wir haben ja, wie gesagt, die drei Muscheln. Das unterstützt das nochmal. Also hier ist irgendetwas verborgen. Du kannst das durch Meditation für dich entdecken, freischalten, ins Bewusstsein bringen sozusagen. Sehr, sehr schön. Ja, und auch wie gesagt, ne, es gilt dann auch vielleicht nochmal etwas loszulassen. Eine alte Sichtweise vielleicht auch. Vielleicht warst du früher niemand, der gedacht hat, dass Yoga oder Meditation hilfreich sein könnte. Vielleicht ist das auch jetzt noch so. Dann wäre das hier aber auf jeden Fall auch der Aufruf, zu sagen, naja, lass dich mal drauf ein, ja, lass mal diese alte Sichtweise los und versuch's doch einfach mal, du hast ja nichts zu verlieren in dem Sinne, ja, also man kann das ja auch alles kostenlos ausprobieren, in den meisten Yoga-Studios gibt es die ersten Stunden gratis oder man schaut mal auf YouTube, was es da für Meditationen gibt, also das ist wirklich hier ein starker Aufruf dazu für dich. Ja, und im zwischenmenschlichen Bereich, die Chemie stimmt, also solltest du dir hier Sorgen gemacht haben, dass zwischen dir und deinem Partner, Wunschpartner, wem auch immer, die Chemie nicht stimmt, doch, das tut sie. Also hier gibt es eine Anziehungskraft. Und ich deute diesen Bereich sonst auch auf Freundschaft und Familie, aber die Chemie stimmt, ist für mich hier auf jeden Fall eher eine partnerschaftliche Karte. Ja, also die Chemie, das ist für mich halt auch der Geruch von jemandem, die Anziehungskraft, die eben so auf biologischer, chemischer Basis zwischen Menschen herrschen kann. Und die hast du auf jeden Fall zu einem Menschen hier. Und ja, wenn du dir über diese Gefühle hier nicht so richtig klar bist, dann würde dir das Tagebuchschreiben auf jeden Fall helfen, das für dich klarer zu bekommen, ja. Also auch hier heute ein guter Tag, um einige Sachen aufzuschreiben. Es muss ja auch kein Tagebucheintrag sein. Das kann auch eine Wunschliste sein oder Affirmationen, die dir vielleicht wichtig sind oder etc., ja. Also hier auf jeden Fall heute für dich sehr spirituelle Nachricht. Lass dich da bitte drauf ein und ja, wenn du magst, lass mir gerne einen Kommentar da, ob dir das was gebracht hat, ob du dich vielleicht ohnehin schon auf diesem Weg befindest und das für dich in Resonanz war. Und ansonsten wünsche ich euch heute einen wunderbaren Tag und wir sehen uns zum nächsten Portaltag wieder spätestens. Bis dahin, macht es gut. Ciao.